Hey Leute, heute kommt die so sehr gewünschte Morgenroutine und die habe ich an meinem letzten Ferientag gedreht. Und ja, hier schlafe ich jetzt erstmal und dann weckt mich mein Wecker, leider. Am liebsten würde ich natürlich weiter schlafen. Und den muss ich dann erstmal ausstellen und schaue dann direkt auch nochmal, wie viel Uhr wir haben. Und ja, dann lege ich mich nochmal ganz kurz hin. Aber bevor ich wieder einschlafe, mache ich schon mal meine Jalousien hoch, weil wenn es hell ist, kann ich eh nicht so gut schlafen. Und ja. Dann gehe ich noch zu meinem anderen Fenster, räume da erstmal meine Deko von der Fensterbank weg und mache dann auch das Fenster nochmal auf und ja, lasse ein bisschen frische Luft rein. Und wenn das Wetter gut ist, dann schaue ich immer noch ein bisschen aus dem Fenster und schaue den Vögeln oder so zu, keine Ahnung. Dann wird natürlich noch mein Bett gemacht. Erstmal schlage ich das halt so auf. Ja, das lasse ich dann immer so ein bisschen auslüften und dann geht's ins Bad. Ja, in der Abendroutine wurde irgendwie mein Zähneputzen vermisst, also das mache ich natürlich, aber da schaut ihr mir jetzt mal nicht zu, weil ich denke, das ist zu langweilig. Dann komme ich wieder und entwirre erstmal meinen Dutt, der irgendwie ganz komisch schon aussieht und ja, kämme mir erstmal die Haare durch, damit die ganzen Knoten erstmal rausgehen. Aber zum Glück habe ich ja so dünne Haare, da gehen die Knoten eigentlich ganz schnell und gut raus. So, dann bin ich hier schon fertig. Und ja, jetzt da ist mein Bruder, deswegen musste ich so lachen. Aber jetzt ist er weg und jetzt kann es nach unten gehen. Ja, jetzt bin ich unten angekommen und schaue erstmal, was so im Kühlschrank ist. Und mal wieder war nichts Leckeres drin. Deswegen habe ich mir eine Schüssel geschnappt und gehe dann erstmal wieder raus. Die Schüsseln hingen da so zu zweit drin, da muss ich sie erstmal rausholen. Aber jetzt habe ich sie ja. Dann pflücke ich so ein paar Erdbeeren und Himbeeren und Brombeeren. Und ja, so viele habe ich da jetzt gepflückt. Und jetzt sind wir noch an unserem Pflaumenbaum. Und da hole ich mir jetzt auch nochmal ein paar. Und ja. Und das sind jetzt alle meine Sachen, die ich für mein Frühstück brauche. Und die Amy spielt morgens immer mit ihrem neuen Quietscheteil, also mit ihrem Quietschespielzeug. Und das ist so süß, weil sie quietscht damit auch selber manchmal rum. Und der Blick ist auch mega süß. Jetzt habe ich hier in eine Schüssel ein bisschen Joghurt reingemacht. Dann brauche ich noch Haferflocken, Pflaumen, Himbeeren, Erdbeeren und Brombeeren. Und erstmal kommen mir jetzt die Haferflocken rein. Einfach so oben drüber. Und ja, die habe ich aus Versehen leer gemacht, aber egal, meine Mama kann ja einfach nochmal neue kaufen. Und jetzt sortiere ich mir meine ganzen Früchte da rein. Und so sieht das fertig aus. Ich finde, das sieht einfach mega lecker aus. Und jetzt kann es zum Essen losgehen. Aber vorher muss ich mir noch meinen Smoothie rausholen, den meine Mama heute Morgen schon für mich gemacht hat. So, und jetzt erstmal in Ruhe essen. Jetzt bin ich fertig und räume natürlich meine ganzen Sachen direkt weg.
und gehe dann wieder hoch in mein Zimmer. Dann mache ich erstmal das Fenster nur noch auf Kipp und mache ein bisschen die Jalousie runter, weil die Sonne war so stark am Schein, deswegen nicht, dass es zu warm in meinem Zimmer wird. Das mag ich nämlich gar nicht nachts. Und dann auch noch bei meinem anderen Fenster werde ich das auch gleich noch schließen, aber vorher mache ich dann erstmal mein Bett wieder ordentlich. Schlage es nochmal aus und dann lege ich es mir so hin, wie ich es möchte. Und wie gesagt, jetzt mache ich hier auch noch die andere Jalousie zu. Und jetzt suche ich mir meine Klamotten raus. Manchmal geht es schnell wie heute und manchmal brauche ich einfach mega lange. Aber zum Glück ging es ja heute schnell. Und ich habe heute eine lange Hose wieder angezogen, da es nicht mehr so warm ist. Aber während ich mich umziehe, dürft ihr natürlich mir nicht zuschauen. Jetzt bin ich fertig, jetzt könnt ihr wieder reinkommen. Und jetzt wird erstmal noch ein Zopf gemacht. Manchmal mache ich auch eine andere Frisur, aber meistens ein Zopf. Ich kämme mir die Haare vorher nochmal kurz durch. Und dann mache ich meinen Kopf so kopfüber, meinen Zopf so kopfüber. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich den hier auch schon fertig. Und kämme dann nochmal ein bisschen durch. Und dann gehe ich auch mit der Amy runter und ziehe die Leine an, weil jetzt gehen wir unsere sogenannte Pipi-Runde. Und ja, einfach Leine dran und dann kann es auch schon losgehen. Wir sind jetzt schon an unseren zwei Wiesen angekommen und hier sind so schöne Äpfelbäume. Und da hängen auch schon richtig viele dran und ich freue mich schon, wenn die gut sind, weil das sind eher die, die später im Sommer reif werden. Jetzt mache ich die Amy lose und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch und über ein Abo freuen. Ciao!